Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Hallo liebe Fische, das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Du beginnst den Monat mit einem harmonischen Aspekt zwischen Venus und Uranus. Das heißt, dein Bedürfnis, dich körperlich sicher zu fühlen, dürfte dich dazu bringen, dein persönliches Auftreten zu optimieren. Ein neuer Friseur oder ein ganz frischer Kleidungsstil können dir dabei behilflich sein. Im Bereich des Besitzes, der Liebe und Familie dürfte man positive Ergebnisse am Monatsanfang haben. Die Schaffung oder die Erhaltung finanzieller Stabilität dürfte am Monatsanfang in irgendeiner Art und Weise auch eine hervorgehobene Stellung einnehmen. Wir haben dann am 4. Mars in Zwillinge eingetreten. Das heißt, bis 23. April wirst du viel Energie in Haushaltsaktivitäten einleiten, du wirst genau erkennen können, was dich in deinem Zuhause belastet und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Diese erfordern Mut und Entschlossenheit. Konfliktsituationen mit nahestehenden Personen oder Familienangehörigen können einfacher denn je entstehen. Geistige Arbeit zu Hause ist begünstigt. Am 5. haben wir eine nette Konjunktion zwischen Merkur und Jupiter. Das Kommunizieren und Sammeln von Informationen werden dir helfen, ein Problem zu lösen oder eine Sache besser zu verstehen. Man kann im Alltag mit dieser Konjunktion etwas überfordert sein und den Überblick von den Dingen verlieren. Wir haben zwischen 6. und 11. des Monats eine Konjunktion Sonne Neptun. Dein Tagesablauf dreht sich an diesen Tagen um dein äußeres Auftreten oder gesundheitlicher Zustand. Zwischen 12. und 13. März haben wir einen schönen Neumond in deinem Zeichen. Du bist dabei, meine liebe Fische, eine neue Lebensphase zu starten, die viel mehr Arbeit, Durchsetzungsvermögen und Führungsfähigkeiten von dir verlangt. Davon gehe ich aus. Mit dieser Konstellation bzw. mit diesem Mond in deinem Zeichen. Zwischen 14. und 16. hast du Sonne-Sextil Pluto. Wahrscheinlich wirst du dich mit Gleichgesinnten für ein langfristiges Ziel oder Gemeinschaftsprojekt einsetzen. Es kann geschehen, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, die eine ganz andere Meinung als du haben. Am 15. tritt Merkur in dein Zeichen ein. Das heißt, bis 4. April werden deine geistigen Kräfte besonders angeregt und gefördert. Es empfiehlt sich, eine klare Tagesordnung zu gestalten, ansonsten wird man durch den alltäglichen Kram überfordert sein. Ja? Du hast danach zwischen 17. und 19. des Monats Venus Sextil Pluto. Dieser Aspekt bietet Möglichkeiten für tiefe Gespräche oder enge soziale Kontakte. Eine effektive und sinngemäße Nutzung von materiellen Ressourcen kann an Wichtigkeit gewinnen. Wir haben dann zwischen 20. und 21. eine Konjunktion zwischen Sonne und Venus und beide Planeten treten im Sternzeichen wieder ein. Bis Mitte April ist man dabei, eine Situation in Ordnung zu bringen, die außer Kontrolle geraten ist. Es wird nicht einfach sein, meine liebe Fische, die Zustimmung anderer Menschen zu erhalten. Dies gilt insbesondere bei den Themen Geld, Arbeit und Wohnung. Wir haben zwischen 22. und 24. März Merkur Quadrat Mars. Das ist ein unharmonischer Aspekt, den wir haben. Ich rate dir ab, anstrengende körperliche Arbeit zu leisten oder Risiken an diesen Tagen einzugehen. Meinungsunterschiede und Streitigkeiten können leichter als sonst entstehen. Zwischen 25. und 27. haben wir Venus
Konjunktion Sonne immer noch im Sternzeichen Widder. Und für dich heißt es, im Bereich der Liebe und Partnerschaft wirst du eine neue Initiative ergreifen, die dich beunruhigt. Möglicherweise wirst du dich mit einer Frau oder einem Arbeitskollegen gut unterhalten. Der Verbundenheit mit der Familie solltest du besondere Beachtung schenken. Am 28. haben wir einen schönen Vollmond in Waage. Neues im Bereich deines Geldes und Einkommen wird sich bis April ergeben. Und dann haben wir zwischen 29. und 31. Sonne-Sextil Saturn. Am Monatsende wirst du eine Sache konkretisieren können, die dich seit langer Zeit beschäftigt, meine liebe Fische. Das ist eine nette Sache. Mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für März 2021. Wenn du eine individuelle Beratung brauchst, bin ich immer da für dich. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück im März 2021. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.